Touratech. Technology made for adventure. Hallo liebe Motorradfahrer, ich möchte euch heute den Companiero Boreal vorstellen. Das Ganze ist ein Tourenanzug aus einem Dreilagenlaminat, der vor allem für schnell wechselnde Temperaturbedingungen geeignet ist, wie er zum Beispiel im alpinen Bereich vorkommt. Größter Vorteil des Laminats ist selbstverständlich die absolute Wasserdichtigkeit, keine Gewichtszunahme bei Regen und sehr schnelles Trocknen nach einer Regenfahrt. Das Produkt wird im Neuzustand, ich sag mal, nach 15 Minuten bis 30 Minuten trocken. Warum für schnell wechselnde Klimabedingungen? Wir haben hier ein ausgeklügeltes Belüftungssystem. Zwei Belüftungsreißverschlüsse vorne, die zu 100% wasserdicht sind. Hierbei handelt es sich um YKK Aquasil-Reißverschlüsse. Und des Weiteren zwei Entlüftungsbereiche im Rücken. Offensichtlich ist dabei, speziell die vorderen Reißverschlüsse können auch während der Fahrt geöffnet und geschlossen werden. Dadurch eben der große Vorteil für den schnellen Temperaturwechsel. Um den ganzen Anzug sicher zu machen, haben wir in den Sturzbereichen Armacor im Einsatz. Dabei handelt es sich um ein Material, das Kevlaranteile besitzt und dadurch die Abriebfestigkeit nochmal deutlich erhöht. Des Weiteren gehören zur Sicherheitsausstattung CE-geprüfte Protektoren. Alle Protektoren, die wir hier im Einsatz haben, erfüllen das Level 2 der europäischen Norm. Als Beispiel nur, allein der Ellbogenprotektor liegt ca. 30% höher bei den Dämpfwerten, als das Level 2 der Norm fordert. Wir haben im Außenbereich zwei wasserdichte Fronttaschen und eine spritzwassergeschützte große Rückentasche. Um das Ganze abzurunden, hat der Boreal eine wasserdichte Brusttasche vor dem Öffnungsreißverschluss und eine wasserdichte Brusttasche innenliegend. Anstatt eines regulären Thermofutters haben wir hier eine Polartec Fließjacke im Einsatz. Das ist die gleiche Jacke, die ich jetzt hier anhabe. Diese eignet sich hervorragend als Freizeitjacke. Man erspart sich überflüssiges Gepäck im Vergleich zum Standard-Thermofutter. Gehen wir weiter zur Hose. Auch hier Dreilagenlaminat, Armacor in den Sturzbereichen, synthetisches Leder im Beininnenbereich, dass man besseren Knieschluss am Motorrad hat. Außerdem ist die Hose Boreal deutlich besser geeignet für Enduro-Stiefeln durch einen weiteren Schnitt im unteren Beinbereich im Vergleich zu herkömmlichen Dreilagenlaminathosen. Ebenfalls haben wir hier die Belüftung mit unseren wasserdichten Reißverschlüssen und ein Entlüftungsbereich im hinteren Hosenbein. Wir haben Cargotaschen links und rechts. Diese sind spritzwassergeschützt, nicht 100%ig wasserdicht. Und zwei normale Hosentaschen. Wir haben im Bund einen umlaufenden Gürtel, der jederzeit durch einen Alternativgürtel ersetzt werden kann. Die Verbindung mit einem langen umlaufenden Reißverschluss, der auch eine Kombination zum Beispiel mit dem Companiero Worldwide erlaubt. In der Hose haben wir ein Standard-Thermofutter für Ausfahrten im Herbst und im Frühjahr oder im Winter. Wir haben einen langen Reißverschluss, dass wir die Hose wirklich über den Enduro-Stiefel bekommen. Außerdem ist der Innenbereich genauso aus robustem Material konstruiert, damit wir keine Beschädigungen an der Membran durch Schnallen der Motocross- oder Enduro-Stiefel bekommen. Diese silbernen Bereiche, das ist 3M-Reflexmaterial, flächenmäßig auch so dimensioniert, dass wir eine gute Weitenwirkung haben. Ebenso haben wir diese Elemente an der Hose. Im Gesäßbereich der Hose haben wir noch Material, um das Rutschen auf der Sitzbank zu vermeiden. Und Stretch-Elemente im hinteren Hosenbereich und über dem Knie.
Gehen wir weiter noch mit zur Fließjacke. Die Fließjacke hat zwei Außentaschen, ebenso zwei Innenbereiche, die als Tasche genutzt werden können. Verbunden wird das Ganze mit der Jacke einmal über zwei Reißverschlüsse im Frontbereich. Wir haben eine Verstellmöglichkeit im Saumbereich der Jacke, um das Ganze anzupassen. Und noch Verbindungsmöglichkeiten an den Ärmeln zur Außenjacke. Weitere Ausstattungsmerkmale sind bekannte Armversteller im Oberarm- und Unterarmbereich. Damit kann man die Jacke anpassen für Fahrten im Winter, wenn das Vlies mitgenutzt wird. Oder für warme Temperaturen ohne Vlies, da hier der komplette Anzug doch etwas weiter wird. Ein weiter wichtiger Punkt, die Kragenform und auch diese Druckknöpfe, die wir an den Krägen sehen, sind so gestaltet, dass alle Zubehörteile wie Kapuze oder Sturmkragen aus dem Standardprogramm hier mit genutzt werden können. Ein Punkt, der immer wieder zur Sprache kommt, ist die Pflege. Der komplette Anzug kann ohne Protektorenausstattung ganz einfach in der Waschmaschine gewaschen werden. Wichtig ist dabei, Feinwaschmittel zu verwenden ohne Weichspüler. 30 Grad Einstellung, nicht schleudern, da dadurch die Membran eventuell beschädigt werden könnte. Nach dem Waschen das ganze System kurz in den Trockner auf Schontrocknen. Dadurch wird der Abperleffekt deutlich besser und ein Nachimprägnieren kann bis zu 2-3 Wäschen rausgezögert werden.